Ja, mit dem Thema Sport und Freizeit geht es jetzt bei uns weiter, liebe Zuschauer. Zwei Bereiche, die natürlich für viele unserer Zuschauer ganz einfach zusammengehören. Und gerade nach so einem doch etwas länger anhaltenden Winter, wir hatten jetzt auch in der letzten Woche noch ein bisschen schmuddeliges Wetter, schaut man dann irgendwann mal, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, so ein bisschen an sich runter und stellt fest, ja, der Winter hat so ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Man merkt es auch, wenn die Hose aus dem Vorjahr ein bisschen zwickt. Wir zeigen Ihnen heute eine Möglichkeit, wie Sie das ein oder andere Pfund loswerden können, wie Sie sich aber auch verwöhnen können und das jeden Tag so lange und so intensiv, wie Sie das möchten. Denn gerade auch Muskelverspannungen und dergleichen bei diesem wechselhaften Aprilwetter da draußen sind eigentlich keine Seltenheit mehr. Es geht um Vibrationstraining, Kathi, und das ist eine Trainingsart, eine Sportart, die sehr beliebt geworden ist, seit vielen Jahren mittlerweile schon, aber nicht nur der sportliche Ansatz ist interessant, auch der Wellness- und Entspannungsansatz ist für unsere Kunden ein riesengroßes Thema. Was genau ist Vibrationstraining denn eigentlich? Vibrationstraining ist ein ganz, ganz spannender Ansatz, denn er ist erstmal ist Vibrationstraining für jede Altersgruppe geeignet. Ja. Das freut natürlich auch die Menschen, die vielleicht schon lange nichts gemacht haben, die vielleicht ein bisschen älter sind, die jetzt überlegen, ja, ich muss wieder was machen, ich möchte gerne auch was machen, die vielleicht das ein oder andere Kilo auch verlieren möchten, die aber mittlerweile natürlich schon in einem Alter sind, wo man dann vielleicht nicht mehr rausgeht zum Joggen oder sich in einem Fitnessstudio anmelden möchte. Mhm. Da ist Vibrationstraining eine ideale Lösung, weil Vibrationstraining halt für jedes Alter bestens geeignet ist. Es ist ein sehr, sehr schonender Ansatz zu trainieren, ja. Geht aber in die tiefen Muskulatur hinein. Also ist auch sehr, sehr intensiv, sehr effektiv auch. Ja, ja. Deshalb reicht eine relativ kurze Zeit pro Tag, um zu trainieren. Was heißt das werden wir kurz? Gleich ausführen. 10 Minuten pro Tag reichen Minuten völlig am aus. Tag ja. Reichen da völlig aus, um relativ schnell wieder in Schuss zu kommen. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Variante. Was wäre das ungefähr in einem Fitnessstudio? Bei anderen Sportarten kann man das vergleichen? Wenn man in einem Fitnessstudio trainieren würde, müsste man jede Muskelgruppe einzeln trainieren und müsste da ein Workout, also ein Trainingsprogramm von circa 90 Minuten in Anspruch nehmen. Wenn also man 10 das Minuten am Vibrationstrainer entsprechen ungefähr 90 Minuten schweißtreibenden ja. Training mit 20 unterschiedlichen Übungen im Fitnessstudio. Da muss ich, glaube ich, kein Prophet sein, wenn ich sage, dass unsere Zuschauer lieber die 10 Minuten machen, als die 90 Minuten plus Anfahrt und Gebühren und. Eine sehr tolle Variante, und wir haben heute einen fantastischen Vibrationstrainer für Sie mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, liebe Zuschauer, wo man einfach nur noch staunen kann. Ich habe vergleichbare Geräte jetzt vor kurzem auch wieder auf der Beauty in Düsseldorf gesehen, wo es ja um Schönheit und dergleichen geht. Die fangen so bei 400 Euro plus X, also locker an und machen genau das Gleiche wie unser Gerät. Auch qualitativ habe ich keinen nennenswerten Unterschied festgestellt. Und was unsere Sabine hier gerade zeigt, ist auch mal ein bisschen der Entspannungsansatz. Das alles werden wir hier im Studio noch etwas genauer besprechen und Ihnen natürlich auch live vorführen. Die 123,41 Euro sind richtig gut investiert, denn es geht um Ihre Gesundheit, es geht um Ihr persönliches Wohlbefinden. Wenn Sie rechtzeitig zugreifen, gilt auch noch der TV-Sonderpreis von 123,41 Euro, ist die NX7256 und die 569. Auffällig, Kathi, wenn man verschiedene Vibrationstrainer kennt, ist diese große breite Fläche, die wir da haben und natürlich auch die beiden Expander, das ist sicher pur, ne? Diese Vibrationsplatte war ganz lange komplett ausverkauft. Ja. Sie ist jetzt gerade wieder lieferbar. Die neue Lieferung ist jetzt gerade eingetroffen. Deshalb dürfen wir jetzt auch diese Sendung machen, die ja. jetzt wieder vorstellen. Zum Glück, muss ich sagen. Die laden gerade noch ausnehmen an. Unglaublich beliebt. Wie du sagst, wir haben hier diese richtig schön große Vibrationsplatte. Ja. Mit dieser Gummierung vorne drauf. Das ist natürlich eine große Standfläche, die man dann hat. Super. Darauf kann man sehr schön trainieren. Wir haben hier bei dieser Vibrationsplatte 99 Vibrationsstufen. Ah. Wenn ich die jetzt anschalte, sieht man das sehr schön. Diese Platte wird in eine Vibration versetzt. Und diese Vibration wirkt dann auf den Körper. Der Körper bzw. die Muskulatur des Körpers wehrt sich so ein bisschen gegen diese Vibration. Ja, die Muskeln fangen an, dieses Ungleichgewicht quasi, was in der Muskulatur erzeugt wird, direkt wieder auszugleichen. Und so fangen die Muskeln an zu arbeiten. Das macht der Körper automatisch. Aha. Und das ist das Tolle. Man trainiert hier also quasi nicht aktiv, sondern wird passiv trainiert. Das ist ja genial. Und das macht hier dieses Training aus. Also man muss jetzt nicht aktiv irgendwelche Gewichte stemmen, um
die Muskulatur anzusprechen, ja, sondern man stellt sich auf diese Vibrationsplatte und wird quasi passiv trainiert. Und das bis in die tiefen Muskulatur hinein. Ich kann das auch mal zeigen. Wir haben hier, wie gesagt, 99 Vibrationsstufen. Das ist jetzt die Vibrationsstufe 1. Das heißt, man kann da hochpräzise rangehen. Also für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen zu empfehlen. Gerade auch für die Einsteiger eine tolle Variante, dass ich da wirklich je nach Fitnessstudio oder nach Fitnesszustand genau die Einstellung vornehmen kann, die mir persönlich und meinem Körper am besten tut. Ne? Schau mal, was hier mit dem Wasser passiert. Da geht es richtig und ordentlich da sieht man ab. Das hat den kleinen Stufen hier. Genau. Und wenn ich das Wasser jetzt auch so ein Stück weiter nach außen zum Beispiel stelle, da siehst du, da wird es gleich sehr viel intensiver. Das heißt, je weiter, guck mal hier, da kippt die Flasche sogar fast um. Also je weiter ich auch meine Beine zum Beispiel auseinanderstelle auf dieser Vibrationsplatte, je stärker ist nochmal die Vibration in meinem Körper. Das kann man so ein bisschen vergleichen. Wenn ich jetzt die Beine etwas weiter zusammenstelle, ist es quasi eher das Gehen, was ich habe. Je weiter ich die Beine auseinanderstelle, dann ist es eher so wie Sprinten. Ja. Also da werden die Muskeln noch stärker angesprochen. Her, ne? Genau. Da sieht man, wie effektiv das ist, auch auf der Platte. Also Sie sehen, hier kippt die Flasche quasi schon um. Wenn ich die jetzt hier weiter in die Mitte stelle, da bleibt sie noch stehen. Das Wasser ist aber trotzdem in Aktion. Das reagiert hier sofort auf diese Vibration. Da sieht man aber, wie effektiv das ist. Also hier die Muskeln in Ihrem Körper, die hier auf diese Vibration reagieren, die diese Vibration versuchen auszugleichen und anfangen dann selbstverständlich zu arbeiten. Man muss hier gar nicht viel machen, wenn man sich auf diese Platte stellt. Wir haben hier einen Timer in dieser Platte integriert. 10 Minuten Training reichen völlig aus. Und egal, was Ihr Ansatz ist, es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte einfach ein bisschen beweglicher werden. Ich möchte einfach ein bisschen aktiver wieder werden. Ich möchte vielleicht auch diese Müdigkeit, die ich in mir habe, ein bisschen loswerden. Die Frühjahrsmüdigkeit, ich habe sie auch im Körper, ja. Ja, und da gibt es natürlich viele Ansätze. Es gibt viele Menschen, die vielleicht auch schon lange nichts gemacht haben. Man findet manchmal nicht so richtig die Sportart für sich, gerade wenn man dann halt wirklich lange nichts gemacht hat oder dann halt auch, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist, da ist es ganz schwierig, dann wieder einzusteigen ins Training. Unsere Vibrationstrainer sind dann eine schöne Möglichkeit, weil die hat man bei sich zu Hause in seinem gewohnten Umfeld und dann kann man einfach auf diese Geräte aufsteigen. Die sind für die Damen wie für die Herren bestens geeignet, sind sehr beliebt. Einmal natürlich bei der jüngeren Zielgruppe auch, weil sie halt sehr, sehr effektiv sind. Mittlerweile trainieren auch sehr viele Profisportler auf den Geräten. Ja, es gibt eine große Übungsvielfalt. Also die Herren können auch mal so Liegestütz zum Beispiel auf den Geräten probieren. Auch die Oberarme mit den Expandern, falls Sie fragen. Ja, jede Übung, die man macht, wird durch diese Platte, durch die Vibration der Platte nochmal intensiviert, weil hier diese Vibration dann auf die Muskulatur wirkt. Die Muskulatur wird noch stärker angesprochen, als wenn man das auf einem festen Boden macht. Ja, man kennt das vom unebenen Grund, beispielsweise ein Kopfsteinpflaster in der Innenstadt, vom Shoppingbummel oder auch ganz klassisch mal am Strand, wenn man über den Sand läuft. Der Körper gleicht diese Unebenheit des Bodens automatisch aus. Sie haben sich wahrscheinlich auch noch nie Gedanken darüber gemacht, auch beim Treppensteigen. Welchen Muskel muss ich jetzt anspannen und welchen muss ich entlasten, um hier die nächste Stufe zu nehmen und nicht hinzufallen? Das macht Ihr Körper automatisch. Die Impulse gehen vom Gehirn über das Rückenmark in die entsprechende Muskulatur hinein. Von Schritt zu Schritt ist es natürlich immer so eine Sache. Guck mal hier, beeindruckend. Damit kannst du dich samstagsabends auch mal sehen lassen, also auch mal für die jüngere Generation interessant. Aber liebe Zuschauer, Sie haben sich nie Gedanken darüber gemacht wahrscheinlich, wenn Sie eine Treppe steigen oder wenn Sie über Kopfsteinpflaster laufen, was in Ihrem Körper passiert. Aber so ein Vibrationstrainer, der tut das. Jetzt ist das von Schritt zu Schritt natürlich nicht wirklich als Sport zu sehen, aber in dieser Variante hier mit 99 Frequenzstufen für jedes Fitnesslevel perfekt geeignet, macht das diesen Sport bzw. diese Trainingsmethode so unglaublich effektiv. Das heißt, die Bewegung der Muskulatur potenziert sich und was das bedeuten kann, haben wir gerade am Wasser gesehen. Du zeigst uns gerade mal so eine Basisübung. Es gibt tausende andere Varianten. Kenne ich vom Skiurlaub, Skigymnastik. Das ist die Grundposition für den Vibrationstrainer. Das ist auch die Übung, die Sie am Anfang machen, wenn Sie sich auf den Vibrationstrainer stellen. Die ersten Male, die ersten Wochen. Einfaches Stehen auf dem Vibrationstrainer. Ja. Die Beine erstmal so circa Hüft- bis Schulterbreit auseinander. Je näher man die Füße zusammenstellt, desto schwächer ist es. Also das ist eher wie so gehen. Das geht dann auch ein bisschen
nicht ganz so hoch die Vibration im Körper. Ja. Je breiter man die Beine auseinanderstellt, ja, desto höher geht die Vibration. Das sieht man, glaube ich, bei mir auch sehr gut. Geht es mehr in meinen Bauch rein. Da wirkt das sehr viel intensiver dann natürlich auch bis hoch in den Brust, in den Schulterbereich. Da sieht man das sehr gut. Da wirkt die Vibration nochmal sehr viel intensiver dann auch bis oben in die Arme. Sie sehen das, ja? Da wirkt die Vibration dann sehr viel höher in die Muskelgruppen, in den Körper hinein. Das ist, als ob man joggt oder rennt dann direkt, wenn man die Beine ein bisschen breiter auseinanderstellt. Und eine Muskelbelastung. Ja? Ja, man hört es auch ein Stück weit in deiner Stimme. Es vibriert so leicht, was nicht ganz der Fall ist, wenn du hier die Beine ein bisschen enger zusammenstellst. Machst du irgendetwas aktiv? Drückst du dagegen? Oder muss ich irgendwas beachten? Den Rücken gerade machen oder eine bestimmte Fußstellung? Gibt es irgendetwas, was ich dabei beachten sollte, damit ich nichts falsch mache? Die Knie sollten leicht gebeugt sein. Das ist am Anfang ganz wichtig. Also die Knie leicht beugen und dann die Muskulatur leicht anspannen. Das heißt, ganz leicht den Bauch nach innen ziehen, den Po versuchen ein bisschen festzumachen, um da ein bisschen Spannung aufzubauen. Eine gewisse Grundspannung ganz einfach, ne? Das ist das, was man machen sollte. Aber das ist einfach das Einzige. Also man stellt sich ganz normal auf das Gerät drauf am Anfang. Einfaches Stehen, den Bauch, wie gesagt, ein bisschen reinziehen, die Knie leicht gebeugt und dann einfach diese Standposition, die ich am Anfang habe. Dabei kann ich jetzt zum Beispiel ganz entspannt Fernsehen schauen. Sie sehen, ich kann ja auch noch ganz entspannt mit Ihnen reden dabei. Und dann steht man auf diesem Vibrationstrainer 10 Minuten am Anfang. Es sieht immer ganz leicht aus, ja. Ich stehe ja hier auch noch ganz entspannt, aber man merkt, glaube ich, bei mir auch jetzt schon, die Muskulatur, die arbeitet. Und die arbeitet bis hinein in die tiefen Muskulaturen. Das ist jetzt das ganz Spannende. Weil ein normaler Mensch kann bewusst ca. 60% seiner Muskeln im Körper anspannen, aktiv quasi benutzen. Ja. Die Tiefenmuskulatur ist der Rest, also bis zu den 100%. Und mit so einem Vibrationstrainer kann man diese Tiefenmuskulatur auch erreichen. Also quasi knapp 100% der Muskeln im Körper dann ansprechen. Und die werden hier gerade quasi alle belastet. Die werden mit trainiert. Und das passiert hier gerade. Es sieht immer leicht aus, aber der Körper erfüllt hier gerade ein richtiges Hochleistungstraining. Mhm. Der arbeitet überall und das nicht nur in den Beinen. Und wir sehen es hier sehr schön. Ja, die Vitalität beginnt erstmal im Kopf. Und dann fängt es hier an mit der Durchblutung. Die Muskeln werden gestärkt, werden aufgebaut. Das Skelett wird gestärkt. Die Nerven werden gestärkt. Die Knochen werden gestärkt. Die Gelenke werden geschont beim Vibrationstraining. Das ist unglaublich wichtig. Der gesamte Bewegungsapparat wird hier mit angesprochen auf diesem Vibrationstrainer. Und das ist das, was wir uns wünschen, was wir haben möchten. Deshalb ist Vibrationstraining genau das richtige Training für uns, ja, in jedem Alter. Ja. Gerade auch bei älteren Menschen wird ja auch viel jetzt in der Reha mittlerweile eingesetzt, Vibrationstraining. Draufstellen, 10 Minuten trainieren in dieser Grundposition. Bitte am Anfang den Vibrationstrainer, wir haben hier den Vibrationstrainer mit 100 Intensitätsstufen. Bitte am Anfang nur eine kleine Vibrationsstufe wählen, weil hier die Tiefenmuskulatur angesprochen wird. Wird auch ein Muskelkater entstehen. Ja. Und viele sagen immer, oh, das sieht so leicht aus, es ist ja so schön. Da schalte ich mal hoch jetzt. Ne? Es geht in die Muskulatur unheimlich hinein. Deshalb bitte am Anfang nur eine kleine Vibration wählen. Die Muskeln arbeiten und die arbeiten im gesamten Körper. Sie sehen das, die Beinmuskulatur arbeitet. Ja. Schauen Sie mal, mein ganzer Bauch, der spannt sich automatisch an, weil der versucht ja auch hier diese Vibration auszugleichen. Der ist jetzt auch irritiert. Oh, da unten an der Platte, da passiert was. Die Platte bewegt sich und dann denkt ja auch mein Bauch, oh, ich muss anspannen, ich muss versuchen, die Körper irgendwie zu halten. Und deshalb wird auch der Bauch ganz, ganz hart, weil hier die Muskulatur auch anfängt zu arbeiten. Auch hinten am Rücken und hier an der Seite, gerade diese Muskulatur, die man ja sonst ganz schwer trainieren kann. Genau. Die Stabilitätsmuskulatur. Das ist überall alles aktiv, das arbeitet alles, das spannt sich alles an. Rücken, ganz, ganz wichtig, viele haben Probleme mit dem Rücken. Auch hier, das spürst du richtig, wenn du hier anfasst, die Muskulatur hier im Rücken, das arbeitet alles. Das steinhaft, merkst du das? Das gibt's ja gar nicht hier. Das arbeitet Wahnsinn. Alles, ne? Die ganzen Muskeln sind alle aktiv, die sind alle am Arbeiten, die versuchen alle das auszugleichen. Ja. Und das hier auf eine ganz tolle, auf eine passive Weise, ohne dass ich jetzt bewusst trainieren muss. Ich stelle mich nur auf diese Platte, mein Körper macht
automatisch den Rest. Und das ist das Schöne. Man kann selber dabei Fernsehen gucken, man kann sich zu Hause entspannen quasi. Und das Tolle ist, Sie müssen sich ja nicht mal unbedingt umziehen zum Training. Sie haben ja den Vibrationstrainer zu Hause. Das heißt, Sie können auch zwischendurch einfach mal drauf, ganz entspannt in Ihrer normalen Kleidung, wenn Sie möchten. Das ist das Schöne, ja? Also besser geht es nicht. Ich finde, Vibrationstraining ist die beste Möglichkeit, einfach sich fit zu halten, zu trainieren. Man hat diesen Vibrationstrainer dann daheim und kann immer, wenn man mag, zwischendurch 10 Minuten drauf. Wenn man das regelmäßig macht, Carsten, da hat man so schnell Erfolge, ja? Das dauert 3 bis 4 Wochen. Da merkt man richtig, wie man fitter wird, wie man sich plötzlich vitaler fühlt, wie dann natürlich auch die ersten Kilos purzeln. Ja, ne? Ja. Und das geht ruckzuck. Die komplette Körperstruktur verändert sich natürlich, liebe Zuschauer, denn die Muskulatur ist nachhaltig für die Stabilität in Ihrem Körper verantwortlich und der erwachsene menschliche Körper hat ungefähr 650 verschiedene Muskeln drin. Rund 60% davon werden eben aktiv angesprochen, auch durch andere Sportarten. Die verbleibenden 40%, und das sind die entscheidenden, speziell die, die für die Stabilität, auch für die Rumpfstabilität und für die aufrechte Haltung verantwortlich sind, die kann man so, in der Fachsprache nennt man es, nicht isolieren. Ja, und das ist natürlich genau das, was so ein Vibrationstrainer macht. Und genau deswegen wird so ein Vibrationstraining auch ganz gerne mal als Ergänzung für andere Sportarten herangezogen. Viele Prominente, die auch nicht wirklich Zeit haben, die ganzen Schauspieler, die von einem Drehort zum anderen, von einer Premiere zur nächsten reisen, haben auch nicht unbedingt immer die Stunden am Tag zur Verfügung, um damit irgendeinem Privattrainer stundenlang am Körper zu feilen. Die nutzen diese Möglichkeit auch, denn auch bei diesen Menschen geht es mit 10 Minuten täglich locker auch schon mal in recht kurzer Zeit in die ersten Erfolge mit hinein. Und wenn sich die ersten Erfolge einstellen, haben Sie die Motivation, die Sie gesucht haben, gerade ins Frühjahr hinein. Es wird auffallen, es wird auch anderen auffallen, dass Sie fitter sind, dass Sie vielleicht auch wieder eine aufrechte Haltung annehmen, dass Sie ein gestärktes Selbstbewusstsein haben, weil Sie Ihren Körper wieder ganz anders wahrnehmen, vielleicht auch das ein oder andere Zipperlein weg ist. Und dass das hervorragend funktioniert, weiß ich selber. Achillessehnenverletzung. Mein Physio war begeistert, sagte Vibrationstraining, damit kriege ich dich wieder fit. 10 Minuten täglich, sagt er, und in ungefähr 4 Wochen kannst du auch wieder laufen, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht für möglich gehalten habe. Perfekte Trainingsmethode, liebe Zuschauer, und das wird immer und immer wieder auch von der Presse und auch von unseren Kunden bestätigt. Es gibt mittlerweile so viele Berichte darüber und ich habe hier auch mal so einen Ausschnitt mitgebracht und da wird das auch nochmal schön beschrieben, das Prinzip vom Vibrationstraining. Hier wird geschrieben, das Vibrationstraining, die Vibration, die bringt halt den Körper aus dem Gleichgewicht und der Körper, der setzt alles unbewusst daran, die Muskeln quasi dann wieder in ein Gleichgewicht zu versetzen. Und deshalb ist das Vibrationstraining so effektiv und so toll, weil dann halt der Körper hier passiv durch diese Bewegungen sich trainiert. Also das ist eine ganz tolle Sache, dieses Prinzip von Vibrationstraining. Und hier wird auch nochmal schön, dass mit der Muskulatur selber beschrieben, dass man normalerweise nur 60% der Muskeln ansprechen kann und dass hier mit der Trainingsform Vibrationstraining die Tiefenmuskulatur trainiert werden kann und das sogar bis zu 100%. Und wenn man sich mal anschaut, gerade was Carsten auch angesprochen hat, wenn man da schaut, die Ziele von Vibrationstraining, was möchte ich mit dem Vibrationstraining erreichen? Das ist natürlich einmal vielleicht auch das Körpergewicht zu reduzieren und die Ziele von Vibrationstraining, was man damit erreichen kann, da habe ich hier natürlich einmal Körperverletzung Fettanteil reduzieren. Das ist für viele natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Die möchten Gewicht verlieren. Das geht mit Vibrationstraining. Legen Sie da los. Aber auch für die Damen zum Beispiel. Zellulite bekämpfen, Orangenhaut. Auch das geht mit dem Vibrationstrainer. Ein Thema sogar schon bei Teenagern, weil sie hier natürlich die Durchblutung anregen. Also Zellulite kann wunderbar bekämpft werden. Muskelaufbau kann gefördert werden. Eine Leistungssteigerung kann hervorgerufen werden. Die Stärkung des Rückens, Rückenleiden, für viele Deutsche ein Riesenthema. Ja? Rückenschmerzen, man fühlt sich unwohl, man hat immer wieder damit zu kämpfen. Es ist im Alltag einfach, das schränkt einen dann unheimlich ein, wenn man Rückenbeschwerden hat. Fangen Sie mit Vibrationstraining an. Es stärkt den Rücken. Und dann Bekämpfung von Muskel- und Knochenschwund. Und auch da wird Vibrationstraining mittlerweile verstärkt eingesetzt bei Muskel- und Knochenschwund. Du hast gerade eben kurz die Physiotherapiepraxen angesprochen. Da wird es verstärkt eingesetzt. Einmal beim Muskel- und Knochenschwund und zum anderen bei den Patienten,
Patienten, die Probleme haben mit Gleichgewicht. Ja, da habe ich es ganz oft gesehen. Bei meiner Physiotherapeutin mittlerweile stehen auch 3 Vibrationstrainer, die da eingesetzt werden. Ja. Und dann unter anderem auch der Wellness-Faktor, den wir Ihnen dann auch zeigen werden. Ja? Mhm. Also Vibrationstraining, eine ganz tolle Sache. Das Fazit, was ich hier in diesem Artikel zum Beispiel habe, Vibrationstraining eignet sich für jeden. Ja, und das richtig. Ist das, worauf es ankommt. Also es ist eine ganz tolle Sache, um einfach den Körper fit zu halten, einmal natürlich die Muskulatur aufzubauen, aber dann natürlich auch seine eigenen persönlichen Ziele, sei es jetzt ein bisschen Gewichtsreduktion zu erreichen, aber dann halt auch die eigenen Sachen, wie zum Beispiel dann halt, was du gerade angesprochen hast, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach ein bisschen aus dieser Müdigkeit rauskommen, ich möchte auf die meine Mitmenschen auch vielleicht ein bisschen wieder attraktiver wirken. Ja. Das kommt alles dann ganz schnell einher, wenn man natürlich hier trainiert. Man hat direkt ein ganz anderes Körpergefühl. Man fängt an mit dem Vibrationstraining und da verspreche ich Ihnen sogar, dass das nach circa 3 Wochen ungefähr das erste Mal auftreten wird, dass Sie wirklich da merken, wie viel mehr Energie Sie plötzlich haben. Ja. Wenn Sie das täglich 10 Minuten machen, Sie stellen sich auf den Vibrationstrainer drauf und zwar täglich 10 Minuten und trainieren damit den Vibrationstrainer. Das kann ruhig ein festes Ritual sein, zum Beispiel abends während der Tagesschau. Ich würde es auch machen. Ich würde versuchen, immer möglichst regelmäßig in den Tagesablauf zu integrieren. Ja, reinfach das immer vor dem ersten Kaffee. Also während die Kaffeemaschine durchläuft, sagt, da stelle ich mich drauf. Und wenn der Kaffee dann durchgelaufen ist, dann bin ich mit meinem Tagespensum fertig. Und ihn hat das knapp, ich glaube in der Spitze, knapp 35 Kilo Körpergewicht gekostet. Und genau das war das Ziel, was er verfolgt hat. Nicht mit Pizza und Big Mac, das ist klar. Ein bisschen Ernährungsumstellung dazu, viel getrunken. Aber dann auch noch die Ergänzung dann durch das Vibrationstraining mit dazu. Der Mann sieht heute 10 Jahre jünger aus als vor 3 Jahren, als ich ihn kennengelernt habe. 35 Kilo Körpergewicht ist eine ganz ordentliche Menge. Aber nicht jeder hat die gleichen Ziele. Und das Schöne ist, dass wir von jung bis alt bei den Damen und Herren gleichermaßen hier eine Trainingsmethode haben, eine Maschine haben, die jedes einzelne Ziel bedient, egal ob du ganz einfach ein bisschen fitter werden möchtest oder auf ein ganz bestimmtes Ziel hintrainierst. Und das gelenkschonend, wetterunabhängig, und wenn ich fertig bin, schiebe ich das gute Stück aufgrund der flachen Bauweise einfach mal unters Bett oder unters Sofa. Das ist doch perfekt, Kathi, oder? Es ist so toll, es macht unglaublich viel Spaß. Ja. Es ist ganz einfach zu bedienen. Sie schalten ihn einfach an und schon geht's los. Ne? Wir können es uns ja auch mal angucken. Sollen wir es uns mal angucken gemeinsam, dass Sie das einmal gesehen haben. Das machen wir jetzt. Ich mache meinen mal kurz aus. Dann schauen wir mal gemeinsam hier kurz auf den von Carsten drauf, damit wir das mal gesehen haben. Sie haben oben hier einmal ganz kurz im oberen Teil, da ist ein Anschalter. Der wird einfach nur in die Steckdose gesteckt und dann wird er hier angeschaltet. Hier gibt es einige voreingestellte Programme, diese P-Taste. Da sind 10 voreingestellte Trainingsmodi. Die können Sie mal testen, wenn Sie fortgeschritten sind. Da verändert sich die Intensität immer so ein bisschen. Ja, das ist so ein Training, so ein bisschen, das würde ich für Anfänger nicht unbedingt raten. Aber wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist und ein bisschen was ausprobieren möchte, das ist quasi so, wenn man später dann ein bisschen Ersatzreichweite haben möchte, wenn man mutiger wird, genau. Weil da verändert sich dann die Vibration automatisch und da hat man 10 voreingestellte Programme quasi hier und da verändert sich die Vibration dann von alleine. Mhm. Dann hat man hier im vorderen Teil, also hier, da wird die Zeit angezeigt, voreingestellt auf 10 Minuten das Ganze. Hier sehen Sie die Intensität. Und wir haben 99 Stufen bei dem Gerät. Fangen Sie bitte langsam an. Also am Anfang nicht über eine Stufe 10 rübergehen, die ersten Male, wo Sie trainieren. Hier machen Sie einfach die Intensität nach oben, wenn Sie ihn anschalten. Und low, da geht die Intensität runter. Und hier können Sie auf diese kleinen Uhrtasten den Timer auch hoch oder runter setzen. Am Anfang empfehle ich wirklich nur 10 Minuten pro Tag. Wenn Sie mal einen guten Tag haben, wenn Sie sich richtig, richtig fit fühlen und morgens schon mal 10 Minuten trainiert haben und abends aber merken, ich habe noch ganz viel Energie und mir geht es heute richtig gut, dann können Sie abends auch noch mal vielleicht 5 oder 10 Minuten machen. Aber machen Sie nicht zu viel. Gerade am Anfang, das gibt unheimlich viel Muskelkater. Deshalb nur, wenn man wirklich fit ist und vielleicht auch sonst im Alltag schon viel Fahrrad fährt oder so und da wirklich schon ein bisschen vortrainiert ist. Ansonsten, wie gesagt, reichen 10 Minuten pro Tag völlig aus. Und hier sehen wir auch nochmal individuelle Übungen. Wir haben ja gerade diese Grundübungen gezeigt. Das wäre die Pflicht, das wäre so ein Standardprogramm für die ersten Tage, damit sich die Muskulatur daran gewöhnt. Wenn ich jetzt nochmal separat auf spezielle Muskelgruppen einwirken möchte, kann ich das auch tun. Habe ich eine Möglichkeit, Kathi, das irgendwo vielleicht nochmal in Ruhe nachzulesen? Ist da eine Bedienungsanleitung dabei? Selbstverständlich. Bei unserem Vibrationstraining
Trainern, die wir hier rausgeben, ist immer eine deutsche Bedienungsanleitung mit dabei, wo das Gerät auch nochmal schön erklärt wird, wo auch das Bedienpanel auch nochmal erklärt wird. Ja. Obwohl das, finde ich, hier bei diesem Vibrationstrainer eigentlich selbsterklärend ist. Speed, ne? Und ganz Time, einfach da gemacht, hin, das Ganze. Ja. Das hat man sehr schnell raus. Im Lieferumfang ist heute für Sie auch die Fernbedienung direkt mit dabei. Die können Sie sich, wenn Sie vielleicht ein kleines Jäckchen anhaben mit einer Tasche, dann auch in die Tasche stecken. Da sind alle Symbole, die wir jetzt auf dem Display gesehen haben, auch nochmal auf dieser Fernbedienung mit aufgeführt, sodass Sie den Vibrationstrainer dann auch entspannt von der Fernbedienung aus dann bedienen können, wenn Sie möchten. Das ist ganz komfortabel, wenn man auch mal oben auf dem Gerät steht und dann vielleicht mal ausschalten möchte oder auch runterschalten möchte in der Vibration oder vielleicht sagt, oh, ich möchte doch ein bisschen schneller schalten, dann geht das über die Fernbedienung. Mhm. Die ist heute im Lieferumfang mit dabei. Super. Und wir haben heute, und das ist phänomenal, für 123,41 Euro, wir haben heute diese elastischen Bänder für das Armtraining auch schon im Lieferumfang mit dabei. Und da haben die müssen normalerweise immer mit zugekauft werden, diese elastischen Bänder für die Arme, diese sogenannten Expander. Die haben wir heute im Lieferumfang mit dabei, liebe Zuschauer. Die, da können Sie perfekt die Arme noch mit trainieren. Gerade natürlich für die Herren ist das immer sehr beliebt. Ich habe gleich aber für Sie auch, Sie haben es vielleicht eben schon gesehen, ich trainiere auch gern immer noch mal mit kleinen Hanteln zusätzlich. Ja. Das ist immer so meine Empfehlung. Vielleicht kennen das einige auch vom Nordic Walking. Das ist immer so meine Empfehlung. Die zeige ich Ihnen auch gleich noch mal. Das ist so eine persönliche Sache. Deshalb, die zeige ich Ihnen auch gleich noch mal. Aber Sie haben heute auch für diese 123,41 Euro diese elastischen Bänder für das Armtraining im Lieferumfang schon mit dabei. Super. Und das Gerät war so lange ausverkauft, weil das halt 99 Intensitätsstufen hat, weil das diese große Vibrationsplatte hat. Das ist so beliebt und es ist so schön flach von der Bauweise, wie du vorhin schon kurz erwähnt hast, Carsten. Das kann man ganz einfach mal unter ein Bett schieben. Das kann man zu Hause unter ein Regal schieben, unter einen Schrank schieben. Also das ist so gut in der Bauweise, ein großes Sportgerät zu Hause. Da überlegst du immer, oh, wo kann ich das denn hin? Packen. Das hat gar keinen Platz bei mir zu Hause. Und daran scheitert es auch oft. Ne? Also die Ausreden, die man immer hört. Das ist Selbstbewusstsein, haben Sie gesehen? Ja, klar, der ist auch schon ein bisschen trainiert. Ne? Aber da kommen wir ja noch hin. Ne? Wir haben ja noch einen Weg vor uns. Ja, liebe Zuschauer, machen wir uns nichts vor. Also unterm Strich gesehen, Sie möchten nicht unbedingt Weltmeister werden. Es reicht nicht im fortgeschrittenen Alter, aber Sie möchten auch nicht immer weiter in sich zusammensacken. Der Arzt hat Ihnen gesagt, bewegen Sie sich. Sie selber haben gemerkt, Mensch, irgendwie so ist der Kreislauf noch nicht so wirklich in Schwung gekommen. Das Wetter wird schöner draußen, aber ich komme irgendwie nicht weiter als 100 Meter die Straße runter, ohne dass ich schon wieder anfange zu pumpen. Das kann nicht wirklich des Pudels Kern sein und deswegen möchten Sie was tun. Was wollen Sie machen? Wollen Sie joggen gehen? Wollen Sie auf den Stadtmarathon trainieren? Oder mit Ihren Skatkumpels vielleicht noch eine Runde auf einen Tennisplatz gehen mit leicht maroden Knien, mit Gelenken, die ein bisschen angeschlagen sind? Das sind alles Überlegungen, die man sicherlich angestellt hat. Auch ein Fitnessstudio hat man schon mal drüber nachgedacht. 50, 60 Euro Monatsbeiträge, 2-Jahres-Verträge und die ganzen 18 bis 20-Jährigen, wie unser Tim, den Sie gerade kennengelernt haben, hier rechts und links daneben. Da würde ich mich auch noch unwohl fühlen, gerade wenn es mal 2-3 Kilo zu viel sind, die man damit sich rumträgt. Einfach und eine tolle Möglichkeit, hier zu Hause zu trainieren. Und vor allem, Carsten, mittlerweile gibt es in den ganzen Fitnessstudios auch Vibrationstrainer. 10 Stück stehen bei uns und mittlerweile, ja. Da muss man das Vibrationstraining immer extra bezahlen. Ja. Da zahlst du für eine Einheit auf dem Vibrationstrainer zwischen 30 und 40 Euro extra. Und jetzt schau dir unseren TV-Sonderpreis an. 123,41 Euro. Das hat man ja direkt wieder raus. Da hole ich mir doch lieber einen Vibrationstrainer nach Hause. Ich habe auch meinen Vibrationstrainer zu Hause. Ich trainiere ja ganz viel auch mit dem Vibrationstrainer zu Hause. Ja. Ich finde das ja schön. Die Geräte sind unglaublich laufruhig. Da kann ich selbst abends, spätabends und auch am Wochenende immer trainieren. Das macht überhaupt nichts. Auch wenn der Götter gerade eine Frühschicht hat, den stört das überhaupt nicht. Der kann ins Bett gehen, ohne dass er irgendwas zu hören bekommt. Mein ne? Mann trainiert mittlerweile auch auf dem Vibrationstrainer. Und er hat gelacht am Anfang. Hast du mir erzählt? Ja, der war am Anfang total skeptisch. Und mittlerweile, jetzt seit 2 Wochen, trainiert er auf dem Vibrationstrainer. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf. Oh Gott, vielleicht schimpft er mich jetzt zu Hause, aber ich erzähle es jetzt einfach. Wir sind ja hier unter uns. Der trainiert jetzt seit 2 Wochen auf dem Vibrationstrainer, hat
2 Tage ausgelassen am letzten Wochenende. Da hat er nicht trainiert, aber ansonsten hat er jeden Tag 10 Minuten trainiert und hat jetzt in den 2 Wochen schon 2 Kilo abgenommen. Überleg das mal. Ja, es geht auf den Urlaub so. Ja. Der Bauch muss fertig werden. Der war am Anfang total skeptisch. Man unterschätzt es aber auch, dieses Gewackel und so weiter. Man kennt Sportart, man kennt das Laufen, man hat einen Ball an den Füßen, wenn man Fußball spielt oder einen Schläger in der Hand beim Tennis oder beim Squash. Ja, nur wenn der Körper nicht mehr wirklich mitspielt und ich weiß, wovon ich rede, auch in meinem Alter ist es mittlerweile so, nicht umsonst habe ich mir die Achillessehne gerissen beim Badminton spielen. Das darf man sich gar nicht vorstellen. Aber so ist es eben nun mal gewesen, liebe Zuschauer. Und seitdem bin ich sehr vorsichtig, gerade wenn es um Sportarten geht, die man vielleicht auch mal auf einem harten Boden ausführt. Gerade so Squash, Badminton, die ganzen Geschichten. Ja, mit 20 ist einem das egal, da geht man mal kalt duschen, da passt es wieder. Aber mit fortgeschrittenem Alter wird es dann schon ein bisschen knapp von den Gelenken her. Und deswegen sollte man da Rücksicht drauf nehmen. Es soll schön sein, es soll intensiv sein, es soll sie weiterbringen, es soll sie in ein Wohlbefinden versetzen. Aber sie sollen keine Angst haben, dass ihnen irgendwas passiert. Und genau deswegen ist das Vibrationstraining so unglaublich beliebt bei unseren Kunden. Egal ob in der Basisvariante, die also wirklich die komplette Muskulatur schon fast im Körper anspricht, oder gezielt auf einzelne Muskelgruppen zu gehen, wenn sie bestimmte Defizite haben, zum Beispiel im Rückenbereich, im Schulterbereich, durch Fehlhaltungen oder ihre berufliche Tätigkeit über viele Jahre hinweg, kann man da auch noch mal gezielt drauf eingehen. Wird alles intensiv, deutschsprachig natürlich beschrieben, in der umfangreichen Bedienungsanleitung. Ich möchte das Thema Preise noch mal aufgreifen, Kati. Wenn man das so hört, 99 Intensitätsstufen, vom Einsteiger bis zum absoluten Vollprofi, perfekt von der Einstellung machbar. Der Privattrainer bereits mit dabei, über verschiedenste Programme, die vorinstalliert sind, Fernbedienung mit dabei, horizontale, vertikale Vibration, also auf 2 Ebenen, super effektiv im Vergleich auch zu vielen anderen Geräten. Und das für 123,41, gerade die 400-500 Euro waren die Einstiegspreise, selbst bei den messereduzierten Einstiegsgeräten. Wir haben heute das Komplettpaket, Carsten. Ja. Mit der Fernbedienung, ja. Mit den Expandern, also diesen elastischen Bändern zum Armtraining. Und das alles komplett für 123,41 €. Das ist heute für Sie der Preis, der TV-Sonderpreis. Deshalb bitte gleich zugreifen, weil das ist eine kleine Sensation, die wir hier heute möglich machen. Weil wir natürlich auch möchten, dass Sie da etwas für Ihren Körper tun, für Ihre Gesundheit tun. Und ich habe es gerade schon kurz angesprochen. Sie sehen es auch zwischendurch immer. Ich trainiere gerne auf dem Vibrationstrainer. Das ist so eine persönliche Sache mit kleinen Hanteln. Das sind keine schweren Gewichte, die ich da benutze. Ich habe zum Beispiel hier jetzt so 0,5 Kilo Hanteln. Die sind einfach fürs Gefühl und einmal für die Stabilität des Oberkörpers. Ja. Und die lege ich auch Ihnen an dieser Stelle ans Herz. Gerade wenn Sie mit dem Vibrationstraining anfangen, einfach um da einmal den Oberkörper zu stabilisieren und ein bisschen leichtes Gewicht auf die Arme zu geben. 0,5 Kilo pro Hantel, das sind Vinylhanteln. Die sind hier schön geschützt. Die kann man auch schön abwaschen nach dem Training, wenn die Hände mal ein bisschen schwitzig sind. Einfach unter Wasser reinigen oder auch mal mit einem Desinfektionstuch abreinigen, wenn man möchte. Und die kann man jetzt schön halten während des Trainings. Und die kann man auch mal schön mitnehmen, zum Beispiel einfach in der Bewegung mitnehmen. Und die stabilisieren sehr schön den Oberkörper. Ja. Wenn Sie schon mal Nordic Walking gemacht haben, dann kennen Sie das vielleicht. Das, ne? Genau, dann nehmen Sie die Stöcke mit. Und die haben auch unter anderem den Zweck, dass Sie den Oberkörper gerade halten. Dass Sie da die Schultern weiter mit nach außen nehmen und dass Sie den Rücken da dementsprechend auch mit stabilisieren. Und das hat man hier mit diesen Hanteln dann auch direkt. Also da haben Sie eine sehr aufrechte Haltung. Die Wirbelsäule dementsprechend gerade halten, dass man da dementsprechend auch gerade bleibt. Und dann haben Sie zusätzlich so ein bisschen Gewicht. Sie können natürlich da auch ein bisschen Übung mitmachen. 0,5 Kilo ist ein schönes Einstiegsgewicht, um zum Beispiel dann auch mal die nach außen mitzunehmen, zu halten. Das ist jetzt ein kleines Gewicht, aber lassen Sie sich nicht täuschen, wenn man das 10 Minuten macht, sind auch 0,5 Kilo dann dementsprechend dann ein großes Gewicht, wenn man das nach vorne zum Beispiel dann hält und dann rannimmt und dann vielleicht wieder nach außen. Ne? Probieren Sie es einfach mal aus. Rate ich Ihnen direkt mit zu bestellen, einfach um ein bisschen mehr zu trainieren. Gerade wenn auch für die Damen, wenn man hier diese Armpartie trainieren möchte, ne? Um da hier so ein bisschen für den Sommer, wenn man ein Kleid anhat oder eine Bluse, damit das hier nicht so ganz hängt. Deshalb nehmen Sie ein paar Hanteln mit dazu. Ist ein kleines Gewicht, aber sorgt dann für einen schönen Arm, einfach auch für ein schönes Dekolleté. Denn auch dieser Bereich wird dann mit trainiert. Und das ist ganz wichtig, damit das auch ein schönes Dekolleté gibt. Deshalb ein kleines Gewicht. Ne? Viele Frauen trauen sich immer nicht so an Gewichte ran. Ja, ja.
tun Sie es einfach. Ja? Ein kleines Gewicht reicht aus und nehmen Sie es mit. Auch gerade, wenn Sie ein paar Kniebeugen machen, ist ein kleines Gewicht, aber man hat eine große Wirkung. Das ist nochmal so eine kleine zusätzliche Impulsgebung an Ihre Muskulatur, liebe Zuschauer, ob Sie es gleich zu Beginn einsetzen oder ganz einfach auch im Laufe der folgenden Wochen. Wenn Sie ganz einfach merken, dass das Training anschlägt, dass Sie Ihren Körper wieder anders wahrnehmen, dass Sie vielleicht auch wieder mal ohne zwischendurch eine Pause zu machen, die Treppe hochkommen, dass Sie mit dem Hund Gassi gehen können, ohne die kurze Runde zu laufen, sondern diesmal die lange Runde anstreben, dass Sie natürlich auch für die Wanderung mit Freunden und Bekannten im Sommer, die schon fast Tradition hat, ganz einfach auch mal wieder mithalten können. Ja, und wir werten das nicht, liebe Zuschauer. Ich bin auch in einem Alter, wo man als Mensch Verpflichtungen hat, sei es beruflich oder privat. Und auch mein Tag hat nur 24 Stunden, um dann aber dann immer jedes Mal mit hinfahren und duschen und umziehen und Kurse und tralala, dann immer gleich die 2-3 Stunden im Fitnessstudio zu verbringen. Die Zeit habe ich mit Anfang 20, aber ich behaupte mal ab dem Berufseinstieg dann nicht mehr unbedingt, liebe Zuschauer. Und deswegen ist das eine tolle Variante. Unser 18-jähriger Tim steht drauf. Der braucht natürlich auch die Muskulatur im Oberarm, um am Wochenende entsprechend da die Mädels zu beeindrucken. Unsere Damen machen das verstärkt, speziell hier im Hause, weil natürlich auch hier die Durchblutung gefördert wird. Zellulitis hatten wir eben zum Thema. Grundsätzlich die komplette Körpermuskulatur, also für beide Geschlechter perfekt. Und wir haben natürlich auch die ältere Generation, auch die deutlich über 70-Jährigen, die gerne zugreifen, die auch nicht mehr unbedingt joggen wollen, erst recht nicht bei Wind und Wetter oder sich noch umständlich für teures Geld auf den Tennisplatz stellen wollen. Das macht der Körper mitunter auch gar nicht mehr mit. Diese Trainingsmethode ist perfekt, egal ob Einsteiger oder absoluter Profi, für die Muskulatur oder auch mal als Ergänzung zu anderen Sportarten. Die Hanteln bitte auf jeden Fall mitbestellen. Ich glaube, da kann man nicht meckern für noch nicht mal 6 Euro. 2 Stück mit der NX1044 und der 569. Und von diesem Gerät sprechen wir, Kati. Das ist eins unserer absoluten Topseller momentan. Für 123,41 € ein Vibrationstrainer, der keine Wünsche mehr offen lässt. Egal welches Ziel ich verfolge, damit komme ich meinem Ziel definitiv um ein Vielfaches näher. Die ersten Erfolge stellen sich recht schnell ein. Und da kam gerade ein Kundenbeitrag rein von einer Kundin aus Schwäbisch Hall, die den Vibrationstrainer bestellt hat. Und die hat geschrieben, sie hat mit dem Vibrationstrainer trainiert und sie konnte dann nach dem Training nach mehreren Wochen schon eine deutliche Straffung auch ihres Bindegewebes feststellen. Also Thema Zellulite, was du gerade angesprochen hast, das freut mich natürlich. Auch das war einer meiner Feststellungen, die ich gemacht habe. Ich trainiere ja mittlerweile seit, jetzt muss ich überlegen, 5 Jahren ungefähr mit einem Vibrationstrainer. Ja, ja. Damals habe ich angefangen mit Vibrationstraining und ich habe auch gemerkt, vor allem seitdem ich das wirklich regelmäßig mache, das ist jetzt seit ungefähr 2 Jahren, dass ich das intensiviert habe. Das Bindegewebe, die Haut, das Hautbild, das verändert sich nochmal immens. Also wenn man das täglich macht, 10 Minuten, man bekommt gerade an den Problemzonen. Und das ist gerade dieser Bereich. Das ist natürlich ganz toll, wenn sich da das Hautbild nochmal verfeinert, wenn man da diese Stellen, wo natürlich dann sich gerne Zellulite bildet, dann, wenn sich das einfach verbessert. Und das ist eine Sache von der Durchblutung. Ich weiß, Zellulite ist auch erblich bedingt und alles und man kann da manchmal gar nicht so viel machen. Aber man kann natürlich mit Sport dagegen anarbeiten. Ja? Und dann hier wunderbar dagegen mit der tollen Vibration gegen anarbeiten, das Hautbild einfach ein bisschen verfeinern, eine Straffung hervorrufen. Und gerade natürlich auch an diesen Stellen, wenn man da eine schön geformte Silhouette haben möchte als Frau. Und das ist genau das, was man hier natürlich an dieser Seite auch, dieser Speck, der dann hier gerne sitzt. Dann natürlich die Oberschenkel, die Po-Form. Das kann man da alles schön wegtrainieren, ja? Regelmäßig auf dem Vibrationstrainer. Machen Sie ruhig ein paar Übungen, wo Sie ein bisschen auch in die Knie gehen. Das heißt, von der Grundposition ein bisschen weg, ein bisschen weiter in die Hocke rein und das auch mal ein bisschen gehalten, ja? Jetzt kommen versuchen die 5 Jahre Erfahrung, pass auf. Versuchen Sie mal ein bisschen länger das zu halten. Schauen Sie, wie lange Sie schaffen, so tief wie Sie runterkommen. Ich weiß, es geht immer ein bisschen dann auf die Knie, aber versuchen Sie mal, das ein bisschen zu halten. Einfach schön halten, das geht hier schön auf den Po, genau auf den Bereich, wo man das schön geformt haben möchte. Das heißt, wenn man da wirklich sagt, ich möchte einfach was machen für meine Oberschenkel, für den Po, gerade die Problemzonen, die Frau einfach hat, auch für den Bauch, ja? Versuchen Sie gerade, wenn Sie einen Bauch haben, und das haben viele, ja, wenn Sie sagen, oh, ich möchte einen flachen Bauch haben, den Bauch jetzt schön reinziehen. Schön den Bauch reinziehen, versuchen Sie Bauchnabel nach innen, schön reinziehen, ja, das gibt einen flachen Bauch. Die Bauchmuskulatur, die arbeitet jetzt. Schön weiter in die Knie gehen,
Ja, schön in die Knie gehen, Bauch schön reinziehen, ja. Po richtig fest, die Oberschenkel, die fangen richtig an zu brennen. Man sieht, das ist aber so. Arbeitet ja, hier, aber ja. Die Muskulatur ist jetzt aktiv, die tut was. Und dann versuchen Sie das einfach mal zu halten, so lange wie Sie schaffen. Ich weiß, das schafft man dann wahrscheinlich nur ein paar Sekunden. Dann dürfen Sie auch wieder, wenn Sie sagen, ich kann jetzt nicht mehr, jetzt brennt es zu doll, dürfen Sie auch wieder ein bisschen hochgehen, nicht total hoch. Ja, das ist auch ganz wichtig. Weiterhin die Knie leicht gebeugt lassen und in dieser Grundposition dann bleiben. Ja. Aber dann natürlich nach ein paar Sekunden, wenn Sie wieder verschnauft haben, nochmal probieren. Aber damit arbeitet man sich dieses ganze Fett weg. Und damit bekommt man dann auch einen flachen Bauch. Und damit bekommt man dann auch einen schönen Po und tolle Oberschenkel. Man muss halt ein bisschen was dafür tun. Das geht mit dem Vibrationstrainer dann richtig, richtig schnell. Ja, und die Natur sorgt natürlich dafür, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn wir längere Zeit nichts tun, wenn wir auf dem Sofa sitzen, wenn wir aufgrund von schlechtem Wetter oder natürlich auch von körperlichen Gebrechen einfach nicht mehr den Weg vor die Tür finden oder eben nicht mehr diese Intensität betreiben, wie wir sie mit Anfang oder Mitte 20 betrieben haben. Irgendwann merkt man es natürlich an der Hüfte. Man kriegt so einen leichten Buckel durch die Schultern, die so etwas nach vorne gehen. Man sieht im Allgemeinen so aus, als hätte man einen Sack Zement auf der Schulter. Und genau das möchte man nicht. Das möchte man mit 20 nicht, mit 40 nicht und auch mit 70 oder 80 möchte man das nicht. Man möchte sich wohlfühlen in seinem Körper, einhergehend natürlich auch geistig fit bleiben. Das ist für mich ein Zusammenspiel. Und man möchte natürlich auch hier ganz einfach diese ganzen körperlichen Gebrechen, solange es irgendwie möglich ist, tatsächlich nach hinten raus schieben, liebe Zuschauer. Ich übrigens gerade aktuell aus der Regie, während wir Kathi weiterhin in einer Standardvariante dieses Trainings beobachten, dass viele Neukunden heute zugreifen. Und da haben sich wahrscheinlich auch ein Stück weit mal schlau gemacht, was das Thema Vibrationstraining an anderer Stelle von der Kostennote für sie bedeutet. Wir hatten schon zwei, dreimal zum Thema in den letzten Minuten knapp 400 Euro, 350, wenn sie mal einen Schnapper machen. Für die Einstiegsmodelle, die aber nicht diese Ausstattung und auch nicht diese Qualitätsmerkmale bieten. Deswegen sind die 123,41 € mal ein richtiger Schnapper. Und jetzt ist so die Zeit, die man vielleicht nutzen könnte. Das Wetter ist noch ein bisschen wechselhaft draußen, typischer April, um sich vielleicht ein bisschen in Form zu bringen, um dann vielleicht auch mal mit den Kindern wieder die Radtour anzustreben, mit den Freunden mal wieder wandern zu gehen oder ganz einfach mal im Allgemeinen wieder etwas fitter und etwas vitaler zu werden. Liebe Zuschauer, wir haben das Gerät für 123,41 € und wenn Sie bestellen möchten, sollten Sie sich bitte ranhalten, denn natürlich sind zu diesen TV-Sonderpreisen unsere Kontingente sehr stark eingegrenzt und es wird nicht das erste Mal sein, dass wir dieses Gerät ausverkaufen. Deswegen bitte schnell zugreifen. In 2 bis 3 Werktagen haben Sie es direkt vor der Tür stehen mit unserem Partner DHL und das mit der NX7256 und der 569. Jetzt gibst du aber mal richtig Gas, Kathi. Und wir haben hier 99 Frequenzstufen, das heißt vom Einsteiger bis zum richtigen Vollprofi kann jeder drauf trainieren, geschlechterunabhängig. Jetzt gibst du natürlich mal deiner Muskulatur das volle Programm. Du stehst auf den Zehenspitzen. Das kann man dann auch mal probieren, wenn das Gleichgewicht es hergibt. Einfach mal auf die Zehenspitzen gehen, da spricht man nochmal ganz andere Muskelgruppen an. Ja. Das können Sie dann auch mal testen. Ja? Einfach auf die Zehenspitzen gehen, da müssen natürlich die Muskeln dann nochmal richtig arbeiten im Körper. Da werden natürlich die Oberschenkel nochmal ganz anders belastet. Da muss ja das Gleichgewicht natürlich auch dementsprechend dann nochmal richtig arbeiten. Macht unglaublich viel Spaß. Also kann man zwischendurch auch machen. Auch solche Übungen sind in der mitgelieferten Bedienungsanleitung nochmal mit beschrieben. Ja. Wir zeigen auch mal ganz viel hier in unseren Sportsendungen. Da können Sie auch gerne nochmal zwischendurch reinschalten, selbstverständlich. Da zeigen wir dann auch immer noch das ein oder andere, was Sie da machen können. Also da haben Sie ganz viele Möglichkeiten, wenn Sie da trainieren möchten. Ja. Kathi, jetzt haben wir die ganze Zeit sportliche Ansätze gezeigt. Wir haben von Gewichtsreduzierung gesprochen. Wir haben den Kollegen Ralf Jansen erwähnt. Ich glaube, in der Spitze sind das knapp 35 Kilo Gewichtsverlust gewesen in seiner Glanzzeit. Natürlich nicht mit Pizza und Big Mac, das ist klar. Ein bisschen Ernährungsumstellung, ein bisschen disziplinierter vom Lebensstil her. Und zack, purzelte das Körpergewicht. Und ich finde nach wie vor, dass er heute 10 Jahre jünger aussieht als vor 3 Jahren, als ich ihn kennengelernt habe. Der Mann wird irgendwie immer jünger und das hat sicherlich auch mit seinem Ehrgeiz im sportlichen Bereich zu tun. Auch mittlerweile schon über 50. Da gehst du auch nicht mehr unbedingt mit den ersten körperlichen Gebrechen dann auf den Stadtmarathon. Hier sehen wir nochmal die ganzen Vorteile des Vibrationstrainings, während wir uns schon mal langsam, aber sicher auch auf den relaxenden Ansatz bei unserem Vibrationstrainer einstellen wollen, liebe Zuschauer. Denn nach dem Sport folgt die Erholung. Hier nochmal die verschiedensten Bereiche des Körpers, die alle so eine Schnittmenge bilden, die alle für das körperliche und seelische Wohlbefinden verantwortlich sind.
weiblich sind. Und da ist wirklich für Männlein und Weiblein genau der richtige Ansatz von jung bis alt vorhanden. Gerade die Spitzenklasse. Ich sage es immer wieder, Vitalität beginnt im Kopf. Ja. Beginnen Sie mit Vibrationstraining, denn das ist das Wichtigste, dass Sie vital bleiben im Kopf. Durchblutung steigern, Muskeln trainieren, das Skelett stärken, die Nerven natürlich auch stärken, damit Sie stressresistenter sind. Das geht, wenn man regelmäßig trainiert auf so einem Vibrationstrainer. Und dann natürlich ein sehr gelenkschonendes Training. Vibrationstraining für jedermann bestens geeignet. Und unsere Vibrationstrainer hier, gerade dieses Modell jetzt im Preis-Leistungs-Verhältnis, phänomenal. Ich sag's nochmal für alle, die vielleicht auch jetzt gerade erst zugeschaltet haben. Wir haben diese Vibrationsplatte jetzt hier mit 99 Intensitätsstufen. Die war ganz lange ausverkauft. Die ist jetzt endlich wieder lieferbar. 99 Vibrationsstufen, einen Timer eingebaut. Wir haben hier im Lieferumfang die Fernbedienung mit dabei. Wir haben heute für 123,41 Euro auch gleich diese tollen elastischen Bänder zum Armtraining, die Expander. Die sind heute im Lieferumfang für Sie schon mit dabei. Die haben wir direkt mit reingelegt ins Paket. Und das für 123,41 Euro TV-Sonderpreis. Das muss man sich mal überlegen. Das ist, weil wir jetzt die Lieferung bekommen haben, weil der Vibrationstrainer gerade jetzt quasi wieder lieferbar ist, weil wir gesagt haben, wir machen heute diese tolle Sendung, wir möchten Ihnen den anbieten, damit Sie direkt etwas vitaler werden können, was für Ihre Gesundheit tun können. Dieser Preis gilt aber auch nur jetzt in dieser Live-Sendung. Sie wissen das, bis zu 2 Stunden danach maximal haben Sie noch die Chance zu bestellen. Deshalb nutzen Sie diesen Sonderpreis, das ist ein absoluter TV-Sonderpreis an der Stelle. Nutzen Sie den auch aus. Die großzügige Vibrationsfläche, alles schön gummiert, das Ganze, wo man selber dann auch entscheiden kann, durch die Standposition, ich kann es noch mal kurz zeigen, ob man quasi gehen möchte. Das heißt, wenn man die Füße etwas weiter zusammenstellt, dann sehen Sie es, da bleibt die Vibration ein bisschen weiter unten im Körper. Da ist es nicht so anstrengend, die Vibration weiter unten im Körper. Wenn Sie jetzt die Füße weiter auseinandersetzen, dann wird die Vibration sehr viel stärker und wirkt sich sehr weit höher und intensiver auf die Muskulatur aus. Das ist dann quasi wie Sprinten. Da sehen Sie es, da geht das aber direkt viel, viel höher bis oben in meine Brust. Und das hört man dann sogar bis in meine Stimme so ein bisschen. Das ist natürlich sehr viel intensiver, das Ganze gleich. Das ist, als ob man einen richtigen Sprint macht auf dem Vibrationstrainer. Ne? Da ist hier alles aktiv an mir. Ja, die Muskeln müssen da ordentlich arbeiten. Wichtig immer, wenn Sie auf dem Vibrationstrainer stehen, die Knie leicht gebeugt, die Muskeln leicht angespannt und den Bauch ein bisschen nach innen gezogen, hinten versuchen, den Po festzumachen, dass Sie eine Spannung aufbauen, dass Ihr Körper da richtig gegen diese Vibration arbeiten muss, dass Ihre Muskeln richtig aktiv werden, dass dagegen die Vibration gearbeitet wird, sodass Sie das bestmöglichste Ergebnis dann auch erzielen. Und Sie werden nach 3-4 Wochen ganz, ganz tolle Fortschritte sehen. Sie werden die ersten Ergebnisse direkt spüren und merken. Und auch Ihr Umfeld wird diese Ergebnisse dann natürlich direkt sehen. Sie werden nach 3-4 Wochen angesprochen werden. Was ist denn mit dir passiert? Wie siehst du denn aus? Ja, warst du im Urlaub? Hast du eine neue Freundin? Ja, all diese Dinge, ne? Hast du was machen lassen? Du bist ja so schlank. Ja, hast du was machen lassen? Das ist immer dieses Erste. Wie siehst du denn aus? Ne? Das ist ja, du siehst so toll aus. Du strahlst ja so sehr. Ne? Das ist immer dieses, dann hat man natürlich direkt ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Wenn man dann plötzlich wieder Kleidung anziehen kann, die lange Zeit vielleicht zu eng war. Das Lieblingskleid, endlich. Wenn man die Hose dann das erste Mal anzieht und natürlich der Gürtel dann ein Loch enger gemacht werden kann. Wenn das T-Shirt nicht mehr spannt über dem Bauch, ja, weil der Bauch plötzlich anfängt zu schrumpfen. Das sind diese Erfolge, die man dann selber hier mit dem Vibrationstraining nach 3-4 Wochen schon anfängt zu merken. Und wenn Sie das durchhalten, und es sind nur täglich 10 Minuten, die Sie hier investieren müssen. Das muss man sich mal überlegen. 10 Minuten Zeit, die man investieren muss. Und diese 10 Minuten, die verändern Ihr Leben. 10 Minuten, die Ihr Leben verändern werden. Und deshalb gehen Sie jetzt in die Leitung. Sie verändern jetzt Ihr Leben mit diesem Anruf. Sie bestellen sich jetzt diesen Vibrationstrainer nach Hause. Und Sie werden mit diesem Vibrationstraining Ihre Gesundheit verbessern. Sie werden Ihr Körpergefühl verbessern. Und Sie werden Ihr Leben verändern. Definitiv ist das der Fall, liebe Zuschauer. Das ist nämlich genau die Trainingsmethode, auf die Sie gewartet haben. Tennis, Squash, Badminton, Joggen gehen, Nordic Walking,
all diese neumodischen Schnickschnack-Geschichten oder natürlich auch klassischen Sportarten sind je nach körperlichem Zustand mitunter gar nicht mehr wirklich zu realisieren. Mein Schwiegervater zum Beispiel mit zwei künstlichen Kniegelenken, der sagte mir vor kurzem auch, also was soll ich denn machen, soll ich mich auf den Tennisplatz stellen oder was, mit zwei künstlichen Kniegelenken, das dauert 5 Minuten, da liege ich also erstmal mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden, kommt also nicht in Frage. Joggen mit leichtem Übergewicht ist auch wieder so eine Sache, geht direkt auf die Gelenke, auf die Bänder, im schlimmsten Fall reißt du dir noch was, zerrst du dir noch irgendwas, und diese Vibrationstrainingsmethode ist schonend für ihren Körper, aber eben hochgradig effektiv für ihre Muskulatur. Das ist natürlich jetzt hier mal so ein bisschen was für die Galerie, das ist klar, so ein 18- bis 20-Jähriger, der hat da noch ein bisschen was anderes zu bieten, aber ich glaube, dieses Niveau wollen wir gar nicht unbedingt erreichen. Wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen uns in unserem Körper wohlfühlen, wollen unser Immunsystem ein bisschen stärken, die Durchblutung steigern, all diese Dinge, die man normalerweise nur mit sehr viel Zeitaufwand erreichen kann, die erreichen wir hier mit gerade mal 10 Minuten Training täglich. Und das auf einer sehr, sehr kompakten Einheit. Wenn Sie fertig sind, schieben Sie es ganz einfach unter das Sofa, und wenn Sie es haben wollen, ziehen Sie es wieder vor. Ja? Also eine tolle Variante, nicht nur für Sie, sondern für die ganze Familie. Und jetzt, Kathi, wollen wir natürlich auch mal den Wellness-Ansatz vorführen. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, Funde verlieren, Wohlfühlen, Durchblutungsförderung, all diese Dinge, aber auch mal ein bisschen Entspannung gehört dazu. Man kann sich mit Vibrationsplatten auch wunderbar massieren und entspannen lassen, und das haben Sie sich dann auch verdient, wenn Sie so fleißig trainiert haben. Deshalb nutzen Sie Ihre Vibrationsplatte dann auch zum Entspannen, und da kann man zum Beispiel, wie ich das jetzt hier gemacht habe, wunderbar die Beine drauflegen und sich einfach mal durchlockern lassen, dann auch nach dem Training, wenn man so fleißig war, die Beine toll trainiert hat, aber auch, wenn Sie jetzt einfach mal nach Hause kommen und Sie hatten zum Beispiel einen anstrengenden Tag, haben vielleicht Gartenarbeit gemacht oder waren viel unterwegs, hatten Erledigungen, waren vielleicht beim Arzt oder dann natürlich auch viele Termine gehabt, waren einkaufen, waren vielleicht dann auch mit den Kindern, mit den Enkelkindern unterwegs. Da ist man manchmal natürlich familiär auch sehr eingebunden. Ankommt, ne? Ja, und dann tun die Füße weh. Ich kenne das auch, gerade wenn man dann vielleicht natürlich auch als Dame irgendwie Probleme hat mit den Hormonen, Wassereinlagerungen oder so, da hat man oft mal schwere Beine und Füße. Ja. Da ist es schön, wenn man die Beine ein bisschen entspannen kann. Und da können Sie jetzt ruhig mal hochstellen, weil Sie haben hier dieses tolle Trainingsgerät mit 99 Frequenzstufen. Und da dürfen Sie jetzt auch wirklich mal ganz, ganz hoch gehen. Also da nutzen Sie das ruhig mal aus, auch am Anfang schon. Stellen dann richtig mal hoch. Schön das Bedienfeld ganz hoch stellen. Sie sehen hier dieser Knopf, wo Speed steht, ist es hier die Nummer 5. Da drehen Sie richtig hoch. Und zwar bis auf eine Stufe über 50 ruhig direkt am Anfang. Oder direkt mal hoch bis auf 70, wenn Sie möchten, in der Massage. Das tut richtig gut. Deshalb da ruhig hochdrehen in den Massage. Ansetzen, können Sie das ruhig mal hochstellen, können die 99 Stufen ruhig mal ausnutzen, und dann können Sie sich mal richtig schön durchmassieren lassen. Also Beine drauf, entweder so wie ich, einfach drauflegen oder auch so wie das der Carsten jetzt zeigt. Also holen Sie sich den Vibrationstrainer einfach vor Ihren Lieblingssessel oder vor Ihre Couch und dann die Beine einfach so draufstellen, sich selber gemütlich aufs Sofa setzen, einen schönen Fernsehfilm anmachen, schöne Serie, Lieblingsprogramm, und dann einfach mal ein bisschen entspannen, während die Beine unten schön ausgeschüttelt werden. Das ist richtig entspannend natürlich dann hier für die Beine, für die Waden auch dementsprechend. Das wird mal alles schön durchmassiert dann. Das tut richtig gut, weil gerade natürlich, wenn der Körper auch massiert wird, entspannt wird, ist es auch wieder gut für unsere Seele, für unseren Geist, und dann geht es uns auch gut. Und darauf kommt es ja an, ne? Dass wir uns körperlich, aber auch seelisch richtig wohlfühlen, und dafür sorgen wir mit dem Vibrationstrainer. Das ist das, was so schön ist an diesen Geräten. Ja, der sorgt für uns, und zwar komplett. Deshalb eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn Sie auch vielleicht mal Ihre Schulterpartie, Ihre Nackenpartie entspannen möchten, auch da habe ich was Schönes für Sie, was ich ganz, ganz gerne mache. Das erkennt man häufiger, dass man hier diesen Bereich im Schulter-Nackenbereich verspannt hat, dass man vielleicht auch schlecht geschlafen hat morgens und schon so aufwacht und denkt, oh, das ist so ein bisschen verspannt. Ne? Genau. Oder auch beim Autofahren hat man hier ein bisschen was verspannt. Da können Sie zum Beispiel den Vibrationstrainer, ich schiebe den mal so ein Stück nach vorne, der ist nicht allzu schwer, können Sie einfach hinlegen, und dann gehen Sie einfach mit Ihren Händen auf die Platte und dann gehen Sie mit Ihrem Kopf nach unten. Und Sie sehen, da wird mein Rückenbereich, mein Schulter-Nackenbereich, richtig
richtig schön durchmassiert. Und ich finde das gerade hier in diesem Bereich ganz, ganz entspannend. Das ist deutlich erkennbar, Kati. Das mache ich richtig gerne. Ja. Das finde ich richtig entspannend. Also das mache ich zum Beispiel dann auch immer sehr, sehr gerne. Gerade wenn man dann keine Zeit hat, irgendwie zum Physiotherapeuten oder zum Masseur zu laufen, dann kann man sich hier sehr, sehr gut einfach entspannen. Also einfach runtergehen, so ein bisschen die Arme drauflegen, sich so ein bisschen durchschütteln lassen und dann, das ist wirklich ganz, ganz toll. So richtig schön das Ganze einmal durchrütteln lassen und dann fühlt man sich wieder richtig, richtig wohl. Wenn Sie es im unteren Rücken haben, ja, wenn Sie hier unten Probleme haben in dieser Partie, können Sie sich auch einfach auf das Gerät mal draufsetzen, ja. Das ist einfach gigantisch. So draufsetzen, ja. Und sich da mal so ein bisschen durchschütteln lassen. Hier unten, das wird dann alles ganz, ganz frei. Das geht auch sehr, sehr schön. Das ist auch sehr angenehm. Da wird alles hier unten freigeschüttelt, gerade dieser Bereich. Das ist auch unglaublich gut. Also hier bei dem Vibrationstrainer Training, aber auch Entspannung. Und das für 123,41 Euro. Den müssen Sie einfach haben. Deshalb bestellen Sie sich den. Liebe Zuschauer, und das haben viele unserer Kunden natürlich ganz klar erkannt in den letzten Jahren schon, denn das Vibrationstraining ist unglaublich beliebt bei unseren Kunden, gerade auch in dieser günstigen Variante, bei dieser Top-Verarbeitungsqualität. Und bitte, von so einem Gerät haben Sie viele, viele Jahre was. Und nicht nur Sie selber, sondern die ganze Familie. Falls die Kinder noch zu Hause wohnen, stehen die sicherlich genauso zu ihren Zeiten mal drauf, wie Ihr Göttergatte, wie Ihre Gattin, vielleicht auch mal der ein oder andere Freund oder Bekannte, der Sie besuchen kommt, denn 10 Minuten täglich reichen vollkommen aus. Und natürlich spricht sich so etwas rum, natürlich schaut man sich ein Stück weit auch mal im Einzelhandel um und guckt mal, was man denn dafür investieren muss. Und da sieht man Preise 400, 500 Euro. Und da muss ich ganz klar sagen, liebe Zuschauer, würde ich auch noch mal eine Nacht drüber schlafen. Bei dem super Preis haben sicherlich in der Republik auch mal die Telefone geklingelt. Hör mal, Manfred, hör mal, Bärbel, hast du gehört? Pearl hat ein super Angebot gerade. Bestell dir das Stück mal und du wirst feststellen, du wirst dich wesentlich besser fühlen. Die ganzen Zipperlein verschwinden innerhalb kürzester Zeit und dann ist vielleicht auch das Selbstbewusstsein wieder da. Gerade jetzt so ins Frühjahr hinein hat man doch die Motivation, da ganz einfach mal ein bisschen was zu machen. In diesem Preis-Leistungs-Verhältnis Spitze, halten Sie sich nur ein bisschen ran, denn der TV-Sonderpreis gilt natürlich für Neukunden, genauso wie für Bestandskunden, ist aber nur noch bis 2 Stunden nach der Sendung gültig. Vorausgesetzt, der Vorrat reicht zu lange, denn wir haben immer nur Sonderkontingente und die sind relativ schmal bemessen. Deswegen am besten jetzt gleich rein in die Leitung, die NX7256 und die 569 bei der Bestellannahme durchgeben und auch ruhig die beiden Hanteln mit dazu nehmen. Ja. 2 x 0,5 Kilo. So als Tüpfelchen auf dem I. Sie werden sehr zu schätzen wissen, liebe Zuschauer, für kleines Geld. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen ganz viel Erfolg mit Ihrem neuen Vibrationstrainer.